Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Dirt Rally. Weiter geht es in Finnland. Das müsste jetzt die letzte Etappe sein. Ich kann mich aber auch täuschen. Ja, ist die letzte Etappe. Ich habe recht. Der letzte Lauf war ja nicht so gut wie gedacht. Da hatten wir viele Unfälle, viele Überschläge. Hoffentlich wird das in diesem Lauf besser. Der Lauf hat ist noch mal ein Stück kürzer, hat eine Streckenlänge von 7550 Meter, wieder einen Höhenunterschied von minus 4 Meter und wieder leichter Schotter 100%. Das heißt, die Strecken haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und hoffentlich kriegen wir dann überhaupt noch Kohle für dieses Event. Noch in Finnland. Vier, oh, wir dürfen gar nichts am Auto reparieren. Vorsicht, rechts fahren über zwei Kuppen, wirklich. Boah, hinkt der nach rechts. Da haben sie einfach das Rohr abgefräst. Das sieht ja nicht so aus. Links 5 über Kuppe, vielleicht Sprung. Das Auto komisch aus. Links 6 über Kuppe. Uiuiui. Wie gesagt, da haben sie einfach das Rohr abgesägt. Ihr seht es ja selbst. Abgeschliffen oder abgesägt, keine Ahnung. Rechts, rechts, halb lang durch Sekte. Wenn ein Experte zuschaut, in Sachen Kfz, dann soll er doch mal bitte in die Kommentare schreiben. Oder wenn überhaupt jemand davon Ahnung hat, dann auch bitte. Weil ich habe da nicht so viele Kenntnisse. Ich würde eher sagen, dass ich abgeflext wurde. 150 über Wellen über Kreuzer. Vorsicht, Kuppe. Wie die das beim. Bei der Stocker machen, beim Stocker Quest Challenge. Links, rechts über Kreuzung. 60. Mittig halten über Kuppe Sprung. Mittig halten über Kuppe Sprung. 130. Kuppe über Kreuzung. Links 5 verläuft über zwei Kuppen und macht zu. 100. Wir sind wieder im vierten Gang unterwegs. Wir rasen. Kuppe vielleicht Sprung. 8 Sekunden. Links 3 verläuft bis 100 über Kreuzung. Nicht schneiden. Oh Gott. Und kaum läuft Kuppe, es mal gut. 40, über Kreuzung. Rechts 40, über Kuppe, nicht schneiden. Macht auf und macht zu. 4 lang, nicht schneiden. Links 5 lang, über Brücke, und nicht schneiden. Kann jemand... Kuppe 130, Kuppe. Was ist denn mit diesem nicht schneiden auf sich? Rechts 3, halb lang. Mal ein bisschen Stoff, weil es geht bergum. Links 3 lang, ganz komische rechts. Kuppe vielleicht Sprung. Gefolgt von einer komischen Linkskurve. Oder einer Haare. Möchte ich mal sagen. Weil die rechts 3 über Kuppe, macht auf, über Kreuz und Kuppe. Kuppe vielleicht Sprung. Links 5 innen halten. Aber jetzt läuft es wieder einigermaßen, würde ich mal sagen. Rechts 4 halten, lang nicht schneiden. Links 4 macht auf über Kuppe. Kuppe. Rechts 6 über Welle. Links halten über lange Kuppe, vielleicht Sprung. 40. 8, 27 rechts, Sekunden rechts. Rückstand jetzt. Ich denke, dass dieser krasse Fehler einfach dazu beigetragen hat. Dass wir jetzt Kuppe, Rückstand haben. Links 5. Rechts halten durch senkte Kuppe. Finnland ist aber auch eins der schwersten Etappen. Neben Griechenland, Wales, was war's noch, was wir nicht bekommen haben. Ich glaube, das war's eigentlich. Da kann man so schön abkürzen. Kuppe, Welle. Rechts 4 lang. Das wird aber auch Zeit gekostet haben. Links 6 über Kuppe. 80 rechts schneiden. Seht ihr das, wie der driftet? Links 5 über Kuppe. Ist kaum kontrollierbar. Rechts 6 durch Senke über Kreuz und Kuppe. Links 5 in Senke. Rechts 6 nicht schneiden. Links 5 macht auf über Kuppe. Oder wie ist wieder haarig? 40 durch Senke. Rechts halten über Kuppe vielleicht Sprung. Aber es hält sich eigentlich noch in Grenzen mit Kuppe 60 rechts in Rückstand. Und Kuppe. Aber das kann sich ja alles links noch 60 verändern. Über 100. 49 jetzt. 40. Mittig halten über Kuppe, Sprung, rechts 4. 60.
und es ist nur eine Viererzeit. Links 5 über Kurve Sprung. Uiuiui, das war nicht gut. Das wirft uns jetzt mal, denke ich, zurück. Das ist jetzt gar nicht gut. Das versaut uns jetzt der Durchgang. Der war so gut. Jetzt steckt mir wieder diese Rinne fest. Das hat die Zeit jetzt kaputt gemacht. Über Kuppe, über Kreuz und Kuppe. Aber kann halt nicht mehr. 100. Weißt du, und ein Fehler und du bist halt einfach bestraft. So, da ist gleich auf, über Kuppe 80. Da ist gleich der nächste Fehler, wollte ich sagen. Und das Auto ist wieder total am Arsch. Fehler hören einfach nicht auf. Links 4, halb lang. Hoffentlich schaffen wir die 5er-Zeit. Kuppe. Rechts 3 lang. Aber der bleibt dauernd in diesem Außenrennen hin. Das ist nicht drin. Kuppe und Kuppe 100. Und jetzt rutscht er wieder. Links 6 über Kuppe, nicht schneiden. 40. Rechts 4, innenhalb. 130 bis 4. Sollen jetzt nochmal Gas geben. Ja, und das Auto ist wieder total am Arsch. Hier sitzt ja, also, das ist nicht normal. Oh, Platz 6 ist noch in Ordnung. Mit einer Zeit von 5,44. Und einem Rückstand von 1 Minute 36. Oh, und wir haben uns wieder auf den 6. Platz zurückerobert. Und haben den Wilson hinter uns gelassen. Der hat nämlich leider 2 Plätze verloren. Und damit beenden wir diese Etappe, also dieses Event, auf Platz 6. Das gibt 27.000 Credits. Dazu nochmal eine Bonusprämie von 6.080 Credits. Wir kriegen aber für die Reparaturkosten leider auch 5.560 Credits abgezogen. Und erhalten 27.574 Credits. Und das ist das Ergebnis nach 3 Gefahren in den Events. Platz 7. Ja, und das war's erstmal von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können anknüpfen an diese ganz in Ordnung, eine Etappe von Finnland war das jetzt. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst, wie ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen könnt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.